Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Andruck, der Pressetalk. Und diese Woche hat mich irgendwas aufgeschreckt, nämlich die Kanzlerin und die Frauenministerin. Frau Giffey stammt aus Berlin, war früher Bürgermeisterin in Neukölln, hat gesagt, wir wollen endlich die Parität haben. Das heißt, ein Mann, eine Frau. Fürs Parlament hieße das 350 Frauen, 350 Männer. Spielt keine Rolle, was die sonst können. Hauptsache Mann oder Frau, habe ich gedacht. Vielleicht steckt mehr dahinter. Ja? Darüber wollen wir heute mal diskutieren, was mit diesem Vorschlag bezweckt ist. Mit Jerome Lombard vom Neuen Deutschland. Herzlich willkommen. Ricarda Breiton. Breiton. Ja. Spricht sich das richtig so aus? Korrekt, ist eigentlich Französisch, nicht? Ist eigentlich Französisch, Breiton, aber mein Vater hat schon eingedeutscht. Breiton. Von der Welt, herzlich willkommen, das erste Mal in dieser Runde. Und Brigitte Ferle, ich weiß nicht, wie oft Sie schon da waren, ein Schlachtross, kann man sagen. Ja? Okay, nehme ich an. Sind Sie für die Parität? Nehme ich als Kompliment. Soll es auch sein. Sind Sie für die Parität oder nicht? Gleichheit vor dem Gesetz gibt es ja schon. Mann und Frau sind gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, da wir ja nicht nur Väter des Grundgesetzes haben, sondern auch Mütter des Grundgesetzes. Im Ernst, war das dann ja schon natürlich so? Waren die paritätisch besetzt? Die waren nicht paritätisch besetzt, aber waren offensichtlich machtvoll und kraftvoll und haben Ausdauer gehabt und haben die Gleichberechtigung ins Grundgesetz geschrieben. Insofern sind wir Frauen hier in Deutschland in einer ganz guten Ausgangsposition. Das war es dann aber auch schon, weil die Realität. Wir sitzen hier doch schon eins und ja, eins und eins und eins. Aber hier auch schon in sehr anderen Konstellationen. Und wenn Sie sich mal umgucken in den Parlamenten, in den Führungsetagen von Unternehmen, bei den Botschaftern, die Deutschland in die Welt entsendet, da sind Frauen überall komplett unterrepräsentiert. Also bei den Botschaften sind es zum Beispiel 16%, die Frauen sind, obwohl man eigentlich ja meinen sollte, Diplomatie ist doch ureigenste Frauensache. Auch da wenig Frauen. Im Parlament sind es jetzt nur noch 30% Frauen. Im letzten Parlament waren es, glaube ich, 36% oder 39%. Also schauen Sie sich die Führungsetagen von Chefredaktionen an zum Beispiel, da gibt es so gut wie gar keine Frauen in Deutschland. Also da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Sie waren doch Chefredakteurin. Ja, ich war Chefredakteurin, habe einen männlichen Nachfolger bekommen, soll ihm gegönnt sein, aber da bin ich ja nicht die Einzige. Und wenn Sie quer alle Chefredaktionsposten, die in den letzten 2 Jahren besetzt worden sind, sind von Männern besetzt worden. Und oder sind von Männern mit Männern besetzt worden. Also insofern, natürlich bin ich für die Parität, weil es gibt absolut keinen Grund, warum nicht Frauen in allen Bereichen des Lebens gleich vorkommen sollen. So. Herr Lombard, das klingt wie eine Kampfansage. Oh, ich finde nicht, dass das wie eine Kampfansage klingt. Also Sie hatten es ja gerade gesagt, die Kanzlerin hat Sie aufgeschreckt diese Woche. Mich hat aufgeschreckt der Vergleich, den die Kanzlerin gezogen hat mit Südsudan, jetzt auf den Deutschen Bundestag bezogen. Also dass der Deutsche Bundestag genauso wie das Parlament von Südsudan 30% Frauen nur hat. Das ist eine sehr beschämende Zahl, wie ich finde. Wenn man ins Nachbarland Frankreich schaut, ist die Zahl schon etwas höher aufgrund des Paritätsgesetzes. Ich glaube, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das der Grund dafür ist. Und deswegen halte ich den Vorschlag von Frau Barley oder auch von Frau Giffey auf jeden Fall sehr gut. Man muss dann die Details klären, wie man so eine Wahlrechtsänderung hinbekommen könnte oder ob sich nicht die Parteien selber darauf einigen könnten. Denn es ist ja sehr unterschiedlich, wie die Parteien momentan aufgestellt sind im Bundestag. Da haben wir Grüne und Linke, die schon eine Mehrheit an Frauen haben. SPD halb-halb, also fast halb-halb. Und dann CDU, CSU, FDP und die AfD jeweils weit, teilweise unter 25%. Das geht nicht. Also ich habe da ein komisches Gefühl, aber hören wir mal die andere paritätisch besetzte weibliche Stimme in dieser Sendung. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass niemand etwas gegen die Zielvorstellung einer Parität in den Parlamenten hat. Die Frage ist ja, wie. Einspruch ein. Okay, ich bin gespannt. Aber die Vorstellung sozusagen, dass das ein ausgeglichenes Verhältnis ist, die Gesellschaft widerspiegelt, warum sollte man dagegen sein? Ich bin gespannt auf Ihre Position. Die Frage ist ja nur, wie kommen wir dahin? Und sind die Maßnahmen, die jetzt Frau Giffey oder Frau Barley vorschlagen, also sozusagen die Listenbesetzung immer abwechselnd, die Überlegung, 2 Direktkandidaten in einem Wahlkreis aufzustellen, sind das jetzt die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um zu dieser Parität zu kommen? Und da hege ich doch große Zweifel. Ich glaube tatsächlich, dass eine Quote
bei den Listen oder auch in der Aufstellung von Direktkandidaten nicht der richtige Weg ist. Ich bin ja immer überzeugt gewesen, dass es in diesem Lande nach Fähigkeiten geht und nicht danach, ob man Mann oder Frau ist. Und wenn mir jetzt gesagt wird, du bist zwar fähig, aber du stehst leider auf Platz 3 und da kommt jetzt wieder eine Frau hin, ja, dann habe ich das Gefühl, das geht nicht mehr nach Gleichheitsprinzipien oder nach den Prinzipien des Grundgesetzes. Jeder soll das besetzen und dafür belohnt werden, was er kann. Und nicht nur, weil er Mann ist oder eine Frau ist. Da bin ich vollkommen. Das ist meine Position. Da bin ich im Übrigen vollkommen d'accord und da würde wahrscheinlich auch jede Feministin in diesem Land mit Ihnen d'accord sein. Nur, es setzt ja den Gedanken voraus, dass es in der Tendenz weniger qualifizierte Frauen gibt in der Gesellschaft als Männer. Und das ist einfach komplett falsch. Also vielleicht gilt das noch für die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, wo kriegsbedingt viele Frauen keine Ausbildung machen konnten oder Frauen überhaupt stärker noch Hausfrauen gewesen sind und so weiter. Das gilt aber schon ganz, ganz lange, viele Jahrzehnte überhaupt nicht mehr. Es ist heute so, dass mehr junge Frauen Abitur machen als junge Männer und es ist so, dass mehr junge Frauen einen Hochschulabschluss haben als Männer. Es sind zwar nur ein paar Prozent Unterschied, aber definitiv sind es mehr. Und da weiß ich überhaupt nicht, wie man noch rechtfertigen sollte, dass man für Führungspositionen, für Abgeordnetenpositionen und so weiter keine qualifizierten Frauen finden. Vielleicht haben die Frauen keine Lust, Politikerin zu werden. Das glaube ich nicht. Sie sagen, da wird zu viel gelogen und betrogen oder was? Es gibt ja eine Partei, die diese Parität konsequent durchsetzt, schon seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten, das sind die Grünen. Die besetzen ihre Listenplätze abwechselnd nach Männern und Frauen. Platz 1 ist immer eine Frau, Platz 2 ein Mann, Platz 3 eine Frau und so weiter. Und die haben es geschafft, weit über 50% Frauen heute im Bundestag sitzen zu haben. Und sie können nicht sagen, dass diese Frauen unqualifizierter sind als die Männer. Naja, mag ja so sein, aber dennoch muss ich meinen Platz räumen, nicht? Wenn eine Frau plötzlich oder nicht plötzlich auf Platz 3 muss. Sie kriegen ihn einfach nicht, sondern es kriegt jemand anders. Ja, eben, ich kriege ihn einfach nicht, obwohl ich dachte, ich bin viel besser. Oder die Frau denkt, sie ist besser als der Mann, der da steht. Ja, und dieses Pech gehabt, das gefällt mir nicht. Herr Lombard, können wir damit leben, dass man sagt, Pech gehabt einfach, du hast dich zwar angestrengt, aber... Jetzt ist eine Frau dran. Naja, die Sache ist ja, also es ist ja, also die Sache ist ja, wie jetzt eben das Beispiel war bei den Grünen, dort funktioniert es ja, bei der Linkspartei auch, bei der SPD mehr oder weniger auch, aber bei den anderen Parteien nicht. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist da los? Was liegt an den Parteistrukturen im Argen, dass es Frauen offenbar nicht schaffen, dort durchzukommen? In der vergangenen Woche war ja auch dieses, oder vor 2 Wochen vielleicht schon, dieses Skandalfoto von dem Kabinett von Horst Seehofer. Eine reine Männerriege, graue Anzüge, noch und nöcher. Kann man auch sagen, auch alle, würde ich jetzt mal sagen, über 50, also auch die Jugend ist da überhaupt nicht vertreten. Könnte man auch mal eine Quote für die Jugend mal diskutieren. Ja, die Staatsministerin Bär, die ist noch jung genug und auch eine Frau. Gut, aber nicht auf diesem Foto. Und das hat ja für einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken gesorgt und auch völlig zu Recht. Also die Frage ist, geht es ohne einen leichten Druck, dass die Parteien selber, also wir diskutieren ja jetzt über die Parteien, selber aktiv werden. Die Quote für Unternehmen hat ja gezeigt, dass sie auch wirkt und dass man auf einmal auch Frauen hat und eben das Argument nicht zieht, es gibt nicht genug qualifizierte Frauen. Also da muss ich mich der Vorrednerin ganz klar anschließen. Also das Interessante ist ja, dass die FDP auch bislang ohne die Forderung, eine Quote einzuführen, angefangen hat, darüber nachzudenken, was eigentlich schiefläuft in ihren Reihen. Nach der Bundestagswahl wohlgemerkt, erst nachdem die Plätze besetzt waren, hat man angefangen oder festgestellt, da sind zu wenig Frauen, wir sind irgendwie nicht attraktiv. Aber bei der FDP gibt es ja nur einen Mann, der das Sagen hat. Der will ja keine wir anderen. Haben 3 Frauen, naja, immerhin 3 Frauen im Vorstand, die jetzt auch festgestellt haben, wenn wir Erfolg haben wollen, kommen wir nicht darum umhin, uns attraktiver für Frauen zu machen, auch in der Anhängerschaft. Die haben jetzt ja einen Prozess angestoßen. Und interessanterweise kommen die ja zu dem Schluss bislang, es liegt nicht daran, dass Frauen nicht wollen. Die wollen, also die haben ihre weiblichen Parteimitglieder gefragt, warum seid ihr nicht? Also habt ihr Ambitionen? Wollt ihr weiter werden? Wollt ihr weiterkommen? Was ist das Problem? Also das Problem ist nicht, dass sie nicht wollen. Das Problem ist auch nicht, das ist nicht das größte Problem, dass sie daran gehindert werden. Das größte Problem, warum, oder das größte Hindernis, das die sehen, ist der Zeitfaktor.
also die 30 bis Mitte 40-Jährigen sagen, wir haben keine Zeit, neben dem Beruf, neben der Familie, dann noch ein Parteiamt auszuführen. Und da ist die Frage, ob Listen, Quoten, ob das die Antwort ist auf diese mangelnde Zeit. Und ich sage nein, also glaube ich nicht. Aber manche Mütter bringen doch ihre Kinder mit und stellen sie dann im Bundestag. Ja, aber ist das attraktiv? Nee. Frage ich nicht. Also glaube ich nicht. Nee. Aber vielleicht wollen Sie damit auch ein politisches Zeichen setzen und sagen, ihr müsst das anders regeln. Ja, was Frau Breiton sagt, ist ja vollkommen richtig. Wenn man dann in die Ursachenforschung geht, gibt es natürlich vielfältige Gründe, warum ab einer bestimmten Führungsebene oder in so einem Amt wie ein Abgeordnetenamt das ist, weniger Frauen vertreten sind. Das hat was mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun. Es hat aber natürlich auch was mit klassischen Vorstellungen von Arbeitsteilung in Beziehungen oder in Ehen zu tun. Weil die jungen Männer finden die Zeit ja. Ne? Also warum sollten denn die jungen Frauen die Zeit nicht finden, wenn sie denn entsprechende sowohl staatliche Unterstützung durch Kita-Plätze als auch Unterstützung von ihrem Partner bekommen? Also die Ursachenforschung ist vielfältig. Ich glaube nur, dieses Argument, was ja vor allen Dingen von Unternehmen immer gebraucht wird, wir haben händeringend eine Frau gesucht, aber wir haben keine gefunden. Das glaube ich, das ist einfach komplett vorgeschoben. Weil natürlich auch die Frage ist, nach welchen Kriterien wird denn eigentlich gesucht? Wir haben natürlich über diese lange Zeit, wo Männer dominiert haben in den Führungspositionen, eine Vorstellung von Führung und wie man so eine Position ausüben muss, entwickelt, die männlich geprägt ist. Und da ist, glaube ich, noch sehr viel Aufklärungsarbeit und Umerziehungsarbeit zu tun. Und wenn ich vorhin gesagt habe, Pech gehabt, so ein bisschen flapsig, nur dass ich da nicht missverstanden werde. Ich gönne jedem Mann seine Führungsposition, aber ich gönne sie auch jeder Frau, die sie haben möchte und die dafür qualifiziert ist. Denken mal darüber nach und Sie zu Hause auch. Wir machen eine kurze Werbepause, dann sind wir wieder da bei diesem wirklich wichtigen Thema Parität. Ich habe meine Meinung schon gesagt. Also ich habe da so ein bisschen Bauchgrimmen, aber ich merke, ich bin hier fast in der Minderheit. Ja? Wir diskutieren gleich weiter. Nach der Werbung sind wir wieder da.